herzlich willkommen. Ich habe die Aufzeichnung gestartet. 14 Leute sind auch eingeloggt. Und wir werden heute das letzte offizielle oder die letzte Live-Session im Zoom hören mit meinem Wunschkandidaten Martin Hoffmann, Professor Martin Hoffmann von der PH St. Gallen, der sich schon länger mit E-Portfolios beschäftigt, weshalb ich natürlich auch darauf gekommen bin, ihn einzuladen oder zu fragen, ob er uns heute was über seine Erfahrungen mit dem E-Portfolio erzählen würde. Und wir werden jetzt in der nächsten Stunde einige Grundlagen zum E-Portfolio hören von ihm und dann wieder die gewünschte 10-minütige Pause machen mit dem jetzt schon im letzten Mal erprobten Galgenraten, was ja wirklich sehr gut geklappt hat und die ganze Sache nochmal schön aufgelockert hat. Und dann nochmal offen sein für alle Fragen oder für eure Fragen. Ihr habt alle das Etherpad gefunden für die Fragen, die zwischendurch im Vortrag schon auftauchen. Könnt ihr alle ins Etherpad schreiben. Vielleicht kann die Fabienne nochmal kurz einen Link posten. Dankeschön. Würde ich das Wort übergeben an Professor Hoffmann und bedanke mich schon jetzt mal im Voraus, dass er sich bereit erklärt hat, hier mitzumachen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Moderation. Also herzlich willkommen meinerseits. Ich möchte Ihnen, wie bereits auf der Folie sichtbar, etwas zur E-Portfolio-Arbeit an unserer Hochschule erzählen. Vielleicht, dass Sie sie etwas einordnen können. Wir bilden Lehrpersonen aus für Kindergarten und Primarschule oder bei Ihnen heißt das Grundschule. Es ist eine dreijährige Ausbildungszeit, die die Studierenden bei uns absolvieren. Und während diesen 3 Jahren arbeiten sie mit E-Portfolios. Jetzt normalerweise bin ich nicht alleine unterwegs bei solchen Vorträgen, sondern mit meiner Kollegin Professor Dr. Andrea Christen. Wir sind zu zweit haben wir dieses Projekt gestartet vor ungefähr 8 Jahren und haben uns im Projekt aufgeteilt. Frau Christen macht hier den Forschungsteil und die Implementierung, die sie begleitet bei uns an der Hochschule. Und ich bin so für Vernetzung und Technik und Support zuständig. Also von daher fehlt eine ganz wichtige Person heute, die aber leider beruflich eben nicht dabei sein kann. Ich möchte Ihnen unser Programm oder mein Programm kurz vorstellen. Ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen einen kurzen Überblick geben möchte, wo wir elektronische Portfolios einsetzen und dann etwas über die Begleitforschung erzählen. Ich möchte Ihnen auch Beispiele von unseren Studierenden E-Portfolios zeigen und je nach Zeitrahmen, das ist wahrscheinlich etwas schwierig, das abzuschätzen, dann vielleicht die Pause zu machen oder dann erst später. Mahara als Open Source E-Portfolio System, das wir einsetzen, näher bringen und auch am Schluss noch ein paar Einblicke in unser Career E-Portfolio Projekt geben. Und dann selbstverständlich wäre ich gerne bereit, auf Ihre Fragen einzutreten. Bevor ich jetzt starte, vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung. Ich habe vielleicht auch etwas unbedacht dazu gesagt für dieses Online-Experten-Meeting und zwar primär deshalb, weil es mich echt interessiert, wie sich diese MOOC- und SUG-Geschichte entwickelt. Ich sehe bei all diesen innovativen Konzepten einfach ein kleines Problem, nämlich die Zeit. Oder? Es ist 5:30, also das heißt, ich bin jetzt seit morgens eigentlich für die Hochschule unterwegs. Das wird dann etwa 8 Uhr. Also das ist so eine Randzeit. Und ich denke, das ist so etwas, was man sich wirklich auch überlegen muss. Man müsste dann nämlich seinen Arbeitsrhythmus umstellen. Aber das nur so als kleine Zwischenbemerkung. Es ist übrigens auch bei Barcamps zu beobachten, an denen ich zugegen war. Das war dann jeweils vorzugsweise am Samstag und sonntags manchmal und so weiter. Und das erachte ich so als ein kleines Problem für Personen, die so in ordentliche Hochschulstrukturen eingebunden sind. Gut, starten wir mit dem eigentlichen Thema. Wenn Sie sich hier die Folie anschauen, dann sehen Sie unser Grobkonzept visualisiert.
Wir arbeiten mit allen Studierenden in allen drei Studienjahren eben mit E-Portfolios. Wir führen im ersten Studienjahr ein sogenanntes Reflexions-E-Portfolio ein. Dann im zweiten arbeiten die Studierenden in Gruppen zusammen an einem selbstgewählten Projekt, das ist eben Gruppen-E-Portfolio. Und im letzten Studienjahr, da werden Sie dann mit dem Career, mit dem Bewerbungs-E-Portfolio vertraut gemacht. Vielleicht sehen Sie das ganz leicht links unten. Wir sind seit 2005 sind wir mit diesem Konzept unterwegs. Ja, jetzt ein paar Ergebnisse eben aus der E-Portfolio-Begleitforschung. Normalerweise wird hier meine Kollegin eben Andrea Christen aktiv und ich versuche so mal die wichtigsten Ergebnisse Ihnen näher zu bringen, was wir da bereits erforscht haben in dieser Zeit und wo wir vielleicht auch noch Bedarf haben. Ja, E-Portfolios sind ja, oder Portfolios in der Lehrerbildung sind nichts weltbewegend Neues, das gab es schon fast immer. Also ich selbst habe eine Grundschullehrerausbildung gemacht und damals schon vor über 20 Jahren mussten wir Portfolioarbeit leisten. Auch bei uns an der Hochschule war es so, dass wir mit Portfolios, mit Papierportfolios gearbeitet haben. Wir haben dann 2005 gestartet mit einer ganz kleinen Gruppe, die eben auf die elektronische Variante umgestellt hat. Haben damals mit 24 Studierenden und zwei Professoren das erprobt. Dann im kommenden Jahr waren es dann bereits doppelt so viele Studierende und doppelt so viele Dozierende. Und dann haben wir einen Sprung gemacht, einen kleinen Quantensprung. Da wollten nämlich plötzlich sehr viele Dozierende auch mit dabei sein. Deshalb dieser Sprung von 2006 zu 2007. Dann hat sich das wieder stagniert. Und wir haben dann 2010 haben wir definitiv nach 5 Jahren verbindlich dieses E-Portfolio für alle Studierenden im ersten Studienjahr eingeführt. Betroffen davon sind rund 50 Dozierende bei uns, die in irgendeiner Form eben in diesem elektronischen Portfolio involviert sind. Also das vielleicht ganz kurz zu diesem Umstellungsprozess vom Papier auf den elektronischen Bereich. Ja, was haben wir erforscht in diesem Reflexionsportfolio, das wir machen im ersten Studienjahr? Da haben wir unseren Fokus gelegt auf die Forschung und haben versucht herauszufinden, wie ist es mit der Einstellung, den Interessen, dem Nutzen, wie schätzen unsere Studierenden den Wert ein und auch, ob sie da Lernfortschritte machen, wie stark sind sie bereit, sich anzustrengen und wie groß ist eben auch die Motivation für dieses E-Portfolio. Also das haben wir jeweils über all diese Jahre, über diese 5 Jahre bis zur definitiven Implementierung immer wieder 2-mal im Jahr befragt, nämlich zu Beginn der E-Portfolio-Arbeit und dann auch am Schluss, um eben hier zu relevanten Ergebnissen zu kommen. Und ich möchte Ihnen da jetzt zeigen, wo sich signifikante Veränderungen für das E-Portfolio eingestellt haben, nämlich in Bezug auf die Einstellung zur Arbeit mit dem E-Portfolio. Das war zu Beginn ein einfaches Weblog, das wir geführt haben. Und später, ab 2008, haben wir dann auf Mahara umgestellt. Das Reflexions-E-Portfolio wurde also signifikant positiver bewertet in Bezug auf Einstellung, auch in Bezug auf das Interesse der Studierenden. Dann eher wenig Relevanz sahen sie in Nutzen und eben auch in der Relevanz für die spätere Unterrichtspraxis. Hingegen wieder signifikant positiv für das E-Portfolio sprach der Lernfortschritt, also Ihr eigener Lernfortschritt in Bezug auf das Reflektieren innerhalb des Reflexionsportfolios
Und auch die Anstrengungsbereitschaft und Motivation war eigentlich positiv. Wir haben hier das N, das ist etwa 150 Studierende gewesen. Das hat sich dann später mit der obligatorischen Einführung natürlich dann entsprechend erhöht. Die Studierenden waren also sukzessiv oder schon eigentlich auch schon zu Beginn weg sehr positiv dieser Entwicklung gegenüber eingestellt. Wie sieht es jetzt bei den Dozierenden aus? Das ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen. Wir haben auch den Arbeitsaufwand der Dozierenden erfasst und versucht herauszufinden, wie sieht es dann hier aus. 2008 haben wir das im Detail untersucht. Damals war es so, dass jede Dozentin, jeder Dozent 12 elektronische Portfolios zu begutachten hatte, und zwar wöchentlich während jeweils 8 Wochen, glaube ich. Jawohl. Und wir haben dann versucht herauszufinden, wie groß ist der Arbeitsaufwand. Und wir hatten damals 2008 natürlich immer noch solche, die das auf Papier gemacht haben, ganz wenige. Und wir haben auch untersucht, ob es eine Rolle spielt, ob man die E-Portfolios am Schluss bewertet, das als Produkt nimmt und das dann bewertet am Schluss, oder ob man eben eine Prozessbewertung unternimmt und wöchentlich eben auch eine Rückmeldung zum E-Portfolio gibt. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Dozierenden bei der Prozessbeurteilung teilweise massiv mehr Zeit investieren mussten. Und das hatte natürlich dann auch zur Folge, dass da im Kollegium die Frage aufgetaucht ist, ja, bin ich dann genügend entschädigt für diese Arbeit und so weiter. Das war so ein Nebengeräusch, das immer wieder auftrat. Am Schluss war es jedoch so, dass die meisten Dozierenden mit etwas Übung dann den Aufwand bis auf einen Ausreißer, den wir hier sehen, in den Griff bekommen haben und so der Aufwand einigermaßen vertretbar war. Also man hat dann gesagt, okay, wenn unsere Studierenden dieses Projekt so positiv einschätzen, dann sind wir auch bereit, im Bereich der Begleitung etwas mehr zu tun. Ja, welche Ziele sind mit dem E-Portfolio verbunden? Sie sehen da nochmals in der Übersicht dargestellt diese 3 elektronischen Portfolios, die bei uns laufen. Inzwischen ist es bereits ein 4. das wir als Mentoratsportfolio vom 2. Studienjahr ins 3. laufen lassen. Aber schauen wir uns vielleicht mal diese 3 hier auf der Folie an. Im Reflexionsportfolio, das ist bei uns die Studieneingangsphase, da geht es eben darum, sich selbst und sein Studium zu reflektieren. Das ist dann jeweils so organisiert, dass unsere Studierenden ein Modul haben, wo sie verschiedene Lerninhalte präsentiert bekommen und sich dann Gedanken machen in ihrem Portfolio, was habe ich dazu gelernt. Im 2. Studienjahr, das habe ich bereits erwähnt, ist es so, dass es dann eher um Spitz- und Methodenkompetenz geht, um Fachthemen geht, auch Forschungsthemen oder Projekte, Diplomarbeiten und so weiter können da gewählt werden. Und in der letzten Phase, in dieser, im 3. Studienjahr, geht es um Bewerbungskompetenz, um die Frage ich und mein beruflicher Lebensweg. Das sind so grob gesagt die 3 Portfolios, die wir entwickelt haben. Und muss ich mal gucken, da ist irgendwie, ja, Seitenleiste wieder ausblenden, Entschuldigung, da bin ich auf einen Button gekommen, der nicht sein sollte. Sie sehen unten auch, wie lange Zeit wir gebraucht haben, um diese einzelnen Portfolios zu entwickeln. Das Reflexionsportfolio bis zur definitiven Einführung 2008, während 4 Jahren, dann 2008 bis 2011 das Präsentationsgruppen-E-Portfolio und das Career-Portfolio von 2011 bis 2014.
Jetzt hat Frau Liesner doch noch ihre Kamera zum Laufen gebracht. Das ist toll. Ich sehe zwar nur das Standbild, aber ja. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn Sie sich die Dissertation von Klaus Himpsel anschauen, ich meine, dass Sie da schon so eine Grundlagen zum E-Portfolio vermittelt bekommen haben. Klaus Himpsel, ein Österreicher, der bei Herrn Baumgartner dissertiert hat, hat auch eine Forschungsarbeit zu E-Portfolios geschrieben. Und er unterscheidet eigentlich so zwischen drei grundlegenden Portfolios, nämlich dem Reflection Portfolio, dem Presentation Portfolio und eben dem Entwicklungsportfolio. Sie sehen auch, das Reflexionsportfolio ist eben naturgemäß eben in die Retro-Perspektive, also Retour gerichtet. Beim Präsentationsportfolio geht es mehr um Prozesse, die aktuell eben current sind, und beim Development Portfolio oder bei unserem Career Portfolio geht es dann. Interessant ist sicherlich auch, sich zu überlegen oder zu fragen, ja, was erleben denn die Studierenden beim Verfassen dieser elektronischen Portfolios? Weil Portfolioarbeit, dieser Begriff, löst bei unseren Studierenden und wahrscheinlich auch bei Ihnen nicht unbedingt nur Glücksgefühle aus. Und das war auch bei unseren Studierenden so, also freiwillig war es immer nur für die jeweiligen Dozierenden. Wenn ein Dozent gesagt hat, eine Dozentin, ja, ich mache da mit, dann mussten unsere Studierenden, weil sie bei diesem Dozenten waren, eben sich im E-Portfolio engagieren. Ja, wie kann man diesen Prozess erfassen, wenn man sich... Zuerst, ein erster Schritt dürfte sein, dass man sich einfach orientiert, also sich fragt, ja, was soll ich denn schreiben? Das ist auch etwas, was unsere Studierenden sich immer wieder am Anfang die Frage stellen, was soll da hinein, wie soll das Portfolio aussehen? Es gibt dann so eine Stufe, wo man beginnt, wenn das klappt, sich mit dem eigenen E-Portfolio zu identifizieren. Entweder weil man das gut kann oder weil vielleicht auch andere es gut finden. Und das führt dann dazu, dass man sich eben dieses E-Portfolio wie einverleibt und so ein Gefühl bekommt wie von ich und mein Portfolio. Man entdeckt dann auch, dass es Routinen gibt, dass ich da Verbindungen mit der Praxis anstellen kann. Und das hat dann letztlich eben zur Folge, dass es dann auch zu guten Resultaten kommt, wenn man Studierende befragt. Jetzt gibt es aber natürlich auch die andere Seite, dass Studierende Mühe haben mit dieser Portfolioarbeit, beispielsweise, dass sie Abgabefristen verpassen und dann eben aufgeben oder Widerstand sich da aufbaut. Es kann auch sein, dass eben Dozierende zu viel Druck aufbauen oder man sich selbst zu viel Druck gibt und auch da sich Widerstand entwickelt oder dann im positiven Sinn es dann eben doch noch dazu kommt, dass man sich eben mit dem Portfolio zu identifizieren beginnt. Und das, denke ich mir, ist so ein Prozess, den alle, die Portfolios führen, irgendeiner Form durchlaufen müssen. Ja, also da vielleicht ein paar Einblicke in diesen Prozess des E-Portfolio-Verfassens, der natürlich nicht immer nur ganz einfach ist. Worüber schreiben unsere Studierenden? Das sehen Sie hier dargelegt. Es ist so, dass inhaltlich bei uns der Lehrberuf naturgemäß eine Rolle spielt. Selbstverständlich dann aber auch das eigene Lernen thematisiert wird, die eigene Motivation für den Lehrberuf und eben letztlich dann es auch um personale und soziale Kompetenzen geht, die unsere Studierenden sich im Verlaufe dieses Portfolios aneignen müssen oder im Verlaufe der gesamten Studienzeit aneignen müssen. Ja, geht da einen Schritt weiter.
Wir haben dann auch geguckt, wo schreiben denn unsere Studierenden jeweils diese Postings. Sie sind eigentlich eben frei zu wählen, in welchem Bereich, in welchem Lernbereich sie das machen. Und meine Kollegin Andrea Christen hat da mal eine Auswertung über 185 Postings gemacht, also etwa total rund in einem Jahrgang 1300 Postings ausgewertet, über 8 Lerngruppen, je 24 Studierende. Sie sehen, das ist so noch eine recht intensive Arbeit, die sie da gemacht hat. Und sie hat dann geschaut, zu welchem Lernbereich da eben geschrieben wird. Und wir sehen da ganz deutlich, dass zu erwarten natürlich auch der Lehrberuf einen sehr hohen Anteil bekommen hat, auch personalsoziale Kompetenzen da selbstverständlich einen großen Wert haben. Das GSBK, das ist so ein Gruppentraining, das bei uns läuft, worüber alle verbindlich schreiben müssen, deshalb ist der Wert hier relativ hoch. Etwas problematisch ist es beispielsweise mit den Theorieanteilen, also Theorie kommt nicht so häufig vor und auch Grundlagentexte und auch leider die Didaktik wird da nicht prioritär von unseren Studierenden verarbeitet. Also es geht eher so um praktische Fragestellungen, die eben Studierende bei uns dann behandeln. Dann eine Fragestellung, die immer wieder kommt, das kennen Sie vielleicht aus der eigenen Studienzeit auch, ja, wie viel muss ich denn da schreiben? Und das ist natürlich, wenn man ein elektronisches Portfolio macht, nicht mehr ganz so einfach anzugeben. Ich kann nicht sagen, ja, 2, 3 Seiten in einem E-Portfolio. Und wir haben auch hier mal untersucht, was da geschrieben wird. Sie sehen hier so zwischen 2.000 und 3.000 Zeichen schreiben die meisten Studierenden von uns. Es gibt aber dann auch solche, die so 5.000 und 6.000 und 7.000 Zeichen schreiben. Das ist dann aber natürlich eindeutig auch zu viel, wenn man sich vorstellt, dass diese Portfolios dann eben auch entsprechend begleitet werden müssen. Das heißt, wie bereits erwähnt, bei uns wöchentlich werden über 8 Wochen jeweils rund 12 E-Portfolios von Dozierenden begutachtet und eben auch entsprechend bewertet. Und da geht es natürlich auch darum, dass man versucht, das in einer Zeichenzahl niederzuschreiben, die noch einigermaßen erträglich ist für alle Beteiligten. Ja, was für Kompetenzen brauche ich, um ein Portfolio zu schreiben? Ich glaube, oder ich denke, dass diese Kompetenzen sich nicht nur auf das Elektronische beziehen, aber wir haben auch da uns Gedanken gemacht, was für Selbstlernkompetenzen brauche ich. Und da sind wir zur Ansicht gekommen, dass es eben Selbstlernkompetenzen im Bereich der Lernumgebung braucht, dass ich muss mir meine Lernumgebung eben entsprechend so gestalten, dass ich möglichst wenig abgelenkt werde. Das habe ich auf den heutigen Vortrag auch gemacht. Ich habe zuerst gedacht, ja, das mache ich zu Hause. Jetzt ist es aber so, wir haben 4 Kinder zu Hause und einen Hund. Und der Hund, der möchte immer bei mir sein, wenn ich zu Hause bin. Und damit ich jetzt ungestört bin, habe ich mich ins Büro jetzt doch noch verkrochen, um diesen Expertenvortrag zu machen. Also manchmal ist es einfach gut, wenn ich möglichst wenig Ablenkung habe. Und so ist es auch beim Schreiben von E-Portfolios. Es hilft auch, obwohl das vielleicht etwas seltsam anmutet. Frau Liesner sitzt jetzt in Krems, oder, und studiert da. Aber es kann auch helfen, dass man sich immer wieder an denselben Platz setzt und am gleichen Platz eben mit dem Schreiben beginnt. Das ist übrigens auch etwas, was Autoren berichten, die Bücher schreiben, dass es einfacher ist, wenn man sich immer wieder in dieselbe Lernumgebung begibt. Das hängt, habe ich mir von meiner Kollegin sagen lassen, auch mit den Hirnaktivitäten zusammen. Da muss das Hirn nämlich nicht so viel leisten, um die Umgebung wieder neu kennenzulernen. Ganz wichtig natürlich auch, dass ich meinen Computer so einrichte, dass ich ganz schnell
dann eben auf das Werkzeug gelangen kann. Bei uns ist das Werkzeug Mahara. Ja, weitere Selbstlernkompetenzen. Ich muss mich natürlich auch anstrengen. Also wie weit gehe ich da, wie weit lasse ich mich auf einen solchen Prozess ein, um eben E-Portfolios zu verfassen. Wenn ich das wöchentlich mache, braucht es eine gewisse Selbstdisziplin, auch dann, wenn es schwierig scheint oder auch dann, wenn ich vielleicht mal am Wochenende arbeiten muss, ja, oder wenn es eben mit dem Schreiben mal nicht so geht, habe ich mir die Ziele gesetzt, nehme ich mir Zeit, setze ich vielleicht auch mehr Zeit ein als meine Kolleginnen und Kollegen, die auch im Studium sind, und bin ich auch bereit, Qualität zu erreichen. Also auch das ist eine ganz wichtige Selbstlernkompetenz im Bereich der Anstrengung, und wir wissen alle, dass das natürlich nicht immer gleich gut gelingt. Zeitmanagement, auch da haben wir unsere Studierenden befragt und erfahren, dass es wirklich von Vorteil ist, wenn man sich vorher Zeiten vornimmt und vielleicht fix auch sich das einteilt und sich einen festgelegten Zeitplan hält. Selbstverständlich sind da die Studierenden sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die eher chaotisch organisiert sind, wie ich beispielsweise, und auf der anderen Seite gibt es dann eben sehr strukturierte Menschen, die einen festen Zeitplan benötigen, um arbeiten zu können. Aber das sind sicherlich in Bezug auf das Zeitmanagement Tipps, die helfen, falls man eben in diesem Bereich eben Mühe hat, ein Portfolio zu verfassen. Ja, ganz wichtig auch bei uns angelegt ist, dass die Studierenden Zugriff haben auf die Reflexionsportfolios ihrer Studierendengruppe. Also das heißt, dass Lernen voneinander ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bei uns haben eben aus derselben Lerngruppe alle Studierenden Zugang, vollen Zugang zu diesem Reflexionsportfolio der Mitstudierenden. Und das kann und soll auch dazu führen, dass man eben mit Studienkolleginnen darüber diskutiert, worüber man schreibt. Das thematisieren wir immer wieder auch in den Präsenzveranstaltungen und unterstützen auch Studierende dabei, Gruppen zu bilden, sich zu unterstützen, falls eben technische Probleme auftauchen oder Ähnliches. Dann auch nicht ganz unwesentlich sind die digitalen Kompetenzen. Bei uns in der Lehrerinnenbildung deshalb auch von Bedeutung, weil das, was wir im Studium mit unseren Studierenden machen, soll immer auch in gewisser Weise so wie ein Doppeldecker für die spätere Berufspraxis eine Relevanz haben. Und deshalb sind die digitalen Kompetenzen, die Studierende sich hier bei der Arbeit mit einem elektronischen Portfolio aneignen können, von großer Bedeutung. Ich habe da mal 5 solcher Kompetenzen Ihnen aufgeschrieben. Sie sehen das Modell, das dahinter steckt. Das ist das Medienkompetenzmodell nach Dieter Bahrke, der zwischen Mediennutzung, Medienkunde, Gestaltung, Kritik unterscheidet. Das sind so 4 wesentliche Kompetenzbereiche. Und ganz wesentliche Kompetenzen, die man sich im Bereich der Mediennutzung aneignen kann, bei einem digitalen Portfolio oder bei einem E-Portfolio, ist der Umgang eben mit dem Internet und auch mit einem Social-Media-Tool wie Mahara, indem man lernt, eigene Texte zu publizieren und diese eben entsprechend dann auch für ausgewählte Zielgruppen über eine Ansicht jetzt bei Mahara freizugeben. Also was schreibe ich, wie schreibe ich und für wen schreibe ich, das sind ganz wesentliche Kompetenzen in Bezug auf das E-Portfolio. Dann auch ganz wesentlich oder zunehmend von großer Bedeutung ist das Beachten des Urheberrechts und der Bildrechte. Also zum Beispiel das Recht am eigenen Bild. Sie können sich vorstellen, bei den Portfolios, wo zukünftige Lehrpersonen über das eigene Lernen, über das Lernen im Unterricht, in der Berufspraxis schreiben, da
liegt es natürlich nahe, dass man Bilder von Kindern dann auch publiziert. Und das kann problematisch sein. Unsere E-Portfolios in den ersten 2, 3 Jahren, das waren öffentliche E-Portfolios, also wir haben das mit einem mobilen Weblog, haben wir diese Portfolios geführt. Und da konnte jeder, der Lust hatte und Interesse hatte, konnte hier auf diese Portfolios zugreifen, konnte die Inhalte lesen. Das hatte damals 2005 bis 2007, hatte das auch recht positive Effekte, dass unsere Studierenden Feedbacks, Kommentare erhalten haben außerhalb der Hochschule, nicht nur vom Dozierenden. Die waren dann auch stolz, wenn sie dahergekommen sind, gesagt haben: Schauen Sie mal, Herr Hofmann, da hat jemand aus Österreich oder Deutschland einen Kommentar in mein Portfolio geschrieben und so weiter. Ja, das Beachten des Urheberrechts bzw. auch des Rechts am eigenen Bild wird dann problematisch, wenn man eben dagegen verstößt. Und das hat dann, haben Studierende unwissentlich vermutlich natürlich relativ häufig dann auch gemacht, bis zu einem Moment, wo ich aus Düsseldorf Post bekommen habe von einem Rechtsanwalt. Und der hat dann ziemlich eindeutig dargelegt, dass eine Studentin von uns in 2 Fällen das Urheberrecht missachtet hat und auch 2 Bilder verwendet hat, die im Urheberrecht geschützt waren. Streitsumme pro Bild 10.000 Euro. Sie können sich vorstellen, dass das ja schon noch irgendwo einfährt, wenn man da Post bekommt und mitgeteilt bekommt, dass man da jetzt für 20.000 Euro vor Gericht ziehen soll und eben diese Urheberrechtsgeschichte eben regeln soll. Ich bin dann damals zu meinem Rektor gegangen, habe gesagt: Du, schau mal, wir haben da Post aus Deutschland. Das ist natürlich zufällig, das könnte auch von sonst woher kommen. Und er hat gesagt: Kein Problem, schau, da sind wir sicherlich versichert. Wir haben dann nachgefragt beim Verwaltungsdirektor und der hat uns dann mitgeteilt, dass eben Urheberrechtsverletzungen gar nicht versicherbar sind. Das hätte zur Folge gehabt für uns, entweder eben in Düsseldorf einen Prozess zu führen. Und wir haben uns dann entschieden, das war dann im Schreiben auch ganz am Schluss zu finden, dass wenn man sich außergerichtlich einigt, man die Sache erledigen könne, sofern diese Bilder dann aus dem Portfolio verschwinden. Und wir haben uns außergerichtlich geeinigt und über 3.000 Euro abgeliefert an diesen Rechtsanwalt, um einen Prozess zu vermeiden. Das war dann so etwas eine Sternstunde im Projekt. Ich habe dann damals recherchiert, das Ganze läuft unter dem Begriff Abmahnung. Vielleicht haben Sie auch schon solche Post bekommen. Wenn Sie das als Privatperson oder als Studentin bekommen, können Sie sagen: Ja, habe ich eh kein Geld, also interessiert mich nicht so. Wenn das natürlich eine Institution bekommt, eine Hochschule, steht auch ein gewisser Ruf auf dem Spiel. Und deshalb achten wir heute ganz stark darauf, dass unsere Studierenden diese Urheberrechte und Bildrechte wirklich auch beachten. Das heißt, grundsätzlich sollen keine Bilder im E-Portfolio auffindbar sein von Kindern und schon gar nicht mit deren Namen. Es ist allerdings so, dass sich dann auch heute nicht wirklich immer alle Studierenden daran halten und das natürlich sehr aufwendig ist, bei 200, 300 Studierenden jede Woche zu überprüfen, hat da jemand jetzt wirklich die Bildrechte beachtet. Aber wir weisen unsere Studierenden darauf hin, dass sie da sich in einen Graubereich bewegen. Heute ist es so mit Mahara. Wir haben dann eben aufgrund dieses Vorfalls das System gewechselt, sind zu Mahara gewechselt. Heute ist es so, dass die Portfolios nicht mehr übers World Wide Web abrufbar sind und eben nur für eine bestimmte Zielgruppe einsehbar sind. Das vielleicht ganz kurz zu diesen Urheberrecht und Bildrechten. Auch das korrekte Zitieren spielt dann natürlich immer wieder eine ganz gewichtige Rolle. Dann ganz praktische Dinge wie
kann ich Links, Bilder, Audio, Video selbst produzieren und diese mit meinem Portfolio verlinken? Oder wo finde ich dann relevante multimediale Inhalte für mein E-Portfolio? Ich werde später dann da noch darauf zurückkommen. Auch eine Kompetenz, die zunehmend wichtig ist im Bereich der Medienkritik, ist, dass ich eben Feedbacks schreiben kann, Kommentare schreiben kann und auch entscheiden kann, setze ich die jetzt öffentlich oder privat oder soll das Feedback für die Kolleginnen aus der Lerngruppe sichtbar sein oder soll das Feedback, das ich schreibe, nur für den Dozenten, für die Dozentin und für die betroffene Studentin, für den betroffenen Studenten sichtbar sein. Also das Feedback geben ist etwas ganz Wesentliches, das natürlich später im Lehrberuf eine große Bedeutung hat, weshalb wir das mit unseren Studierenden auch üben. Auch da in Bezug auf die Medienkritik, das, der letzte Punkt, ein Profil von sich anlegen. Wir leiten unsere Studierenden auch an, dass sie im Mahara immer auch ein Profilfoto hochladen, sodass wir als Dozierende sofort eben auch erkennen, wer ist jetzt, wer versteckt sich unter diesem Namen. Das schafft eine gewisse Vertrautheit. Und dann diskutieren wir aber natürlich auch, welche weiteren Informationen setze ich jetzt von mir eben in das Profil. Was sollen Mitstudierende oder auch Dozierende über mich wissen? Möchte ich überhaupt, dass der Hoffmann beispielsweise mehr über mich weiß oder nicht? Da sind dann die Studentinnen und Studenten frei, sich zu entscheiden, was sie da machen möchten. Ja, also die hier diese Selbstlernkompetenzen, die ich Ihnen versucht habe, da mitzugeben. Wie läuft die Beurteilung ab? Ich habe Ihnen das bereits erwähnt, dass im Reflexionsportfolio in diesem ersten Studienjahr schreiben die Studierenden entsprechende Postings, jede Woche eins, während rund 8 Wochen. Wir haben je nach Studienjahr das dann mal auch auf 9 ausgedehnt und jetzt dann auch wieder auf 6 reduziert. Also das variiert immer mal so etwas von Jahr zu Jahr. Weil es ja ein Reflexionsportfolio ist, haben wir hier Kompetenzen, Reflexionskompetenzen auch, die wir entsprechend bewerten. Nach Tabs haben wir diese Kompetenzen etwas angepasst. Hier einfach ein Ausschnitt daraus. Es ist selbstverständlich auch so, dass man eben jede Woche ein Posting schreibt und dann entscheidet die Dozentin, der Dozent, ist das erfüllt? Und am Schluss müssen dann mindestens 66% aller Postings erfüllt sein, damit man den Nachweis auch erhält. Hier vielleicht noch ein Blick in eine differenziertere Sicht, wie diese Punkte vergeben werden. Wir haben übrigens auch untersucht, wie die Bewertung ablaufen soll. Es gibt Dozierende, die verwenden eben einen ganz detaillierten Raster, vergeben hier die Punkte, wie Sie das sehen können, für einzelne Teilbereiche. Dann gibt es aber auch Dozierende, die mit einem Freitext die Bewertung machen und am Schluss einfach hinschreiben, das Modul ist bestanden, beziehungsweise das Posting ist bestanden. Oder was natürlich auch vorkommt und das insbesondere zu Beginn des Studiums, bei den, so den ersten 2, 3 Postings gibt es das noch häufig, dass Studierende ein Posting überarbeiten müssen. Und das versuchen wir dann auch entsprechend so zu kommunizieren, dass das nicht per se jetzt einfach schlecht ist, wenn man ein Posting überarbeiten muss, weil es ja auch darum geht, etwas zu lernen. Und zum Lernprozess gehört ja auch das Scheitern, beziehungsweise auch gehört dazu, dass man sich ja steigern kann, dass man aus Fehlern lernen soll. Also das ist dann, wird bei uns eher so als ein Versuch positiv versucht hinüberzubringen. Letztlich bedeutet das für die Studentin, für den Studenten aber natürlich schon mehr Aufwand. Mir ist eigentlich nicht bekannt, dass es Studierende gibt, die das am Schluss nicht bestehen. Also da haben wir ganz, ganz wenige Studierende, die aber aus anderen Gründen dann aus dem Studium ausscheiden, aber die meisten Studierenden, die erreichen
diese 66% oder diese 20 Punkte im Durchschnitt über alle Postings dann. Ja, vielleicht noch hier ein Blick, was wird geschrieben nochmals, auf welchem Kompetenzniveau wird geschrieben. Wenn man hier sich anschaut, auf der untersten Stufe Wissen, Wiedergeben, Erzählen, dann auf der zweiten Stufe erklären können, Beispiele, dann doch schon Kompetenzen, die auf einem höheren Level anzusiedeln sind, Verständnis, Analyse, Vergleichen, Kategorisieren oder, das kennen Sie wahrscheinlich auch, auf der höchsten Stufe eben Synthesen bilden können und so weiter. Der Hauptanteil ist im Bereich des Wiedergebens von Wissen, Erklären, Beispiele geben können, zu finden bei den E-Portfolios der Studierenden, also auf der Stufe 2 etwas erklären können. Das finden wir eigentlich auch nicht tragisch, weil es sich ja hier um das erste Studienjahr handelt und die Studierenden sich diese Kompetenzen ja zuerst aneignen müssen. Wir haben auch gefragt, wie soll das Feedback verteilt werden? Soll das öffentlich sein? Soll das privat sein? Ich werde Ihnen das dann noch später zeigen. Im Ahara ist es möglich, wenn man ein Feedback, einen Kommentar abgibt auf ein Posting, dass man das privat setzt oder eben öffentlich setzt. Öffentlich heißt bei uns jetzt nicht öffentlich fürs World Wide Web, sondern wir haben das ja eben eingegrenzt auf die Lerngruppe, also öffentlich für weitere 20 bis 30 Mitstudierende aus derselben Lerngruppe. Und Sie sehen da, dass die Studierenden sich nicht einig waren, wie man das lösen soll. Es gab solche, die waren für öffentlich sichtbar für Kolleginnen, dann andere haben Feedback nur für Betroffene und den Feedbackgebenden, also für die betroffene Studentin, für den Dozierenden angegeben. Da haben wir keine Einigkeit eigentlich erreicht. Da kommt wahrscheinlich auch immer wieder etwas darauf an, wie die einzelne Studentin, der einzelne Student das erlebt. Aktuell ist es so, dass wir die Feedbacks immer noch öffentlich für die gesamte Lerngruppe halten. In Ausnahmefällen kann eine Studentin aber natürlich verlangen, dass das nur lesbar ist für die Dozierenden. Was ja auch möglich ist bei einem Feedback, dass wenn man ein öffentliches Feedback erhält, dass man das dann automatisch oder sofort nach einem Eintreffen privat setzt, also das liegt dann in der Macht der Studierenden. Also Sie können ein öffentliches Feedback jederzeit dann auch privat setzen. Ja, wie sieht so ein klassisches Studierendenfeedback aus? Ich habe es erwähnt, es gibt Dozierende, die nach einem Fragebogen arbeiten und da Punkte verteilen. Meine Kollegin Andrea Christen, die ist sich gewohnt, eher so in einem Freitext auf diese Punkte einzugehen und schreibt hier in ihrem Feedback der Studentin eben, dass es bestanden ist, wo sie vielleicht die Punkte erreicht hat, Entschuldigung, in welchen Bereichen, wie viele Punkte zu finden waren, aber eher so in einem Freitext dann die Rückmeldung gibt. Ja, wir haben unsere Studierenden auch befragt, ja, ihr musstet jetzt das machen, oder? Im nächsten Semester kommen ja dann neue Studierende und die müssen auch wiederum mit E-Portfolio arbeiten und findet ihr, warum sollten sie das tun? Gibt es da Argumente, die eben dafür sprechen, dass auch die Neuen dann mit dem E-Portfolio arbeiten? Und Sie sehen auch hier die Resultate. Es ist so, dass die meisten Studierenden wirklich der Meinung sind, zu 68%, dass das Verfassen solcher Postings der Vertiefung der Lerninhalte dient.
Also die Lerninhalte werden vertieft behandelt, wenn Sie das in einem E-Portfolio machen, in einem elektronischen Portfolio. Und dass eben diese Form Sie auch dazu zwingt, eben prozessmäßig zu arbeiten. Vorteile sah man auch darin, dass die Postings von anderen Studierenden gelesen werden können mit 43%. Oder dass es eine gute Art des Modulnachweises ist, dass er nicht am Schluss nochmals eine Prüfung auch Feedback bringt, was anscheinend eher weniger Spaß macht es wohl weniger. Es ist ja auch harte Arbeit, das war zu erwarten. Und auch die Medienkompetenzen oder der Erwerb der Medienkompetenzen wird nicht ganz so hoch eingeschätzt, wie wir das erhoffen. Hier eine Übersicht unserer Erfolgsgaranten zur Implementierung. Also was haben wir festgestellt, wann es gelingt oder eben nicht gelingt? Und an erster Stelle steht ganz klar eine einwandfrei funktionierende Infrastruktur. Und wir hatten dieses Jahr und letztes Jahr bereits einige Mühen mit unserer E-Portfolio-Infrastruktur. Wir haben einen eigenen Server installiert und der hat uns zunehmend Sorgen bereitet und das hat sofort zur Folge gehabt, dass in den Auswertungen mit den Studierenden das E-Portfolio naturgemäß natürlich nicht mehr so gut weggekommen ist. Also eine einwandfrei funktionierende E-Portfolio-Infrastruktur ist absolut zwingend. Dann denken wir auch, dass es eben einen Entwicklungsplan braucht. Also man kann wohl kaum hingehen und so eine ganze Institution oder einen ganzen Studiengang oder eine ganze Fachrichtung so hopp hopp auf die Schnelle ins E-Portfolio hineinbringen. Das braucht Zeit und es braucht eine Entwicklung. Es braucht, bei uns braucht es auch eben so ein Kernteam, die immer wieder motiviert haben, die überzeugt davon waren. Es braucht auch die Schulleitung, die dahinter steht, das sogenannte Ideensponsoren, wie wir das nennen. Also die müssen überzeugt sein, dass das eine gute Sache ist. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Teilnahme für die Dozierenden freiwillig war, bis zur definitiven Implementierung. Ja, das ist einfach was anderes, wenn man mit Freiwilligen arbeiten kann, als wenn man dazu verpflichtet wird. Für Studierende, habe ich das bereits erwähnt, war das nie frei, sondern jeweils eben entsprechend vorgegeben. Es braucht selbstverständlich Personen oder eine Person, die für den technischen Support zuständig ist und den leiste ich jeweils bei uns und Sie können sich vorstellen, zum Ersten muss ich sagen, dass ich das nicht so im ersten Studienjahr ein paar hundert Support-Mails zusammen. Selbstverständlich verfasse ich nicht jedes Mal ein neues, aber bei uns ist es wirklich so, dass wir versuchen, Support so schnell wie möglich zu geben. Wir haben auch gemerkt, es braucht Schulung, also ohne Schulung nur ein Tutorial abzugeben, das funktioniert leider nicht. Es braucht eben diesen raschen und komplizierten Zugang zum Support. Es braucht oder ist von Vorteil und hat uns immer wieder auch geholfen, dass wir diese Begleitforschung gemacht haben, weil es natürlich im Verlauf der E-Portfolios immer wieder mal vorgekommen ist, dass einzelne Studierende sich negativ geäußert haben. Dann gab es Dozierende, die haben gesagt, ich habe gehört, da hat ein Student gesagt, das mit dem E-Portfolio ist aber wirklich mühsam und viel Arbeit verbunden und mit viel Frust. Und wir konnten dann durch die Begleitforschung dann immer wieder auch eben zeigen, dass die Mehrheit der Studierenden, wie ich das eingangs erläutert habe und gezeigt habe, eigentlich vom Konzept überzeugt sind. Die Alternative wäre da einfach wieder zurück zum Papier oder vielleicht andere Formen anstatt des E-Portfolios. Aber diese Begleitforschung kann ich wirklich oder können wir wirklich nur empfehlen. Dann denken wir auch, dass es von Vorteil ist, wenn man so ein Schaufenster gegen außen hat. Wir haben das ganz bewusst gemacht. Ich werde Ihnen dann im Verlauf der Veranstaltung noch zeigen, wie wir das gemacht haben. Wir haben oder zeigen auch das, was wir machen auf einer Webseite.
Und Frau Christen und meine Wenigkeit, wir sind auch jeweils einmal pro Jahr an einer größeren Konferenz unterwegs, wo wir, wie ich hier jetzt, eben von neuen Entwicklungen berichten aus unserem Projekt. Und das schafft so auch eine gute Verbindung gegen außen und eine gute Rückkopplung gegen innen. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele zeigen, darauf haben Sie wahrscheinlich jetzt schon gewartet. Es ist so, dass ich Ihnen einzelne Ausschnitte zeigen möchte. Ich zeige selbstverständlich nur Portfolioausschnitte, wo wir von Studierenden die Erlaubnis haben, dies auch zu zeigen. Hier so ein Screenshot aus einem Portfolio von Frau Schreiner. Sie arbeitet jetzt in ihrem Portfolio Theorie auf und hat in ihrem Portfolio ganz viele Fachliteratur so verarbeitet, dass sie das dann in Schaubildern wiedergibt. Und hier sehen wir ein solches Schaubild, wo sie verschiedene Erziehungsstile thematisiert und dann innerhalb des Portfolios eben darauf zu sprechen kommt, wie die Erziehungsstile eben unterschiedlicher Natur sein können und verarbeitet das dann auch mit eigenen Erfahrungen. Also da vielleicht eher so weniger textlastig. Hier ein Ausschnitt aus einem Gruppenportfolio, wo die Studierenden im Team an einem Portfolio arbeiten. Das ist das Gruppen-E-Portfolio, also nicht mehr das Reflexionsportfolio. Hier ist es so, dass die Gruppe sich ein eigenes Projekt sucht und dann im Team versucht, das zu realisieren und das Ganze im E-Portfolio dokumentiert. Sie sehen oben eine Lernvereinbarung und dieses Portfolio enthält dann doch schon sehr viele weitere Seiten, die man jetzt hier leider nicht sehen kann. Das Produkt sehen Sie. Hier wurde ein Bilderbuch gestaltet und das war dann das Produkt dieser Gruppe und der gesamte Prozess und die gesamte Kommunikation wurde auf dem Portfolio abgebildet. Dann hier eher so textlastig ein Eintrag oder ein Auszug eines Eintrags aus einem Portfolio-Beitrag, der sich mit Bewegungsförderung im Schulalltag auseinandersetzt, wo eine Studentin sich eine eigene Fragestellung gestellt hat, wie kann ich Bewegungsförderung im Schulalltag sinnvoll umsetzen und das dann entsprechend im Portfolio verarbeitet. Ein weiteres Beispiel, und zwar haben wir genauer mal die Bilder untersucht, die unsere Studierenden im Portfolio haben. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass das Beachten der Bildrechte und der Urheberrechte von großem Interesse oder von großer Wichtigkeit für uns ist und dass wir unsere Studierenden deshalb anleiten, eigene Bilder zu verwenden. Also die Suche nach einem passenden Bild zu meinem Beitrag im World Wide Web, das eben entweder ganz freigegeben wurde oder unter einer Creative Commons Lizenz wieder publiziert werden darf, das gestaltet sich mühsam und deshalb ist es von Vorteil, wenn man schnell auch ein eigenes Bild oder eigene Bilder im Portfolio verwendet. Und da hat eine Studentin diese drei Bilder, die sie aus ihrem Australien-Aufenthalt mitgebracht hat, in ihrem Portfolio verwendet und eben mit eigenem Bildmaterial dann einen Bezug zu ihrem eigenen Portfolio gemacht. Spannend ist auch dieses Bild der Studentin, die hier einen Ausschnitt jetzt zeigt, wo sie am Unterrichten ist. Im Zwischensemester ist es bei uns in der Schweiz so, dass die Studierenden, wenn sie eben kein Studium haben, dann in die Berufspraxis gehen und dort in den Schulklassen erst Erfahrungen sammeln. Das Bild, das Sie auf der rechten Seite sehen, das hat mich dann interessiert oder uns interessiert. Wir haben dann mal geguckt, was hat die Studentin dann da wirklich gemacht. Und wir haben gesehen, dass sie da Spuren im Schnee anscheinend gelegt hat und dann wieder zurückgelaufen ist, um eben hier
ein eigenes Bild zu gestalten. Sie schreibt dazu, beim Geschichtenerzählen reichte ich einen großen Tanzapfen herum. Die Kinder mussten die Augen geschlossen haben und nur mit Fühlen herausfinden, um welchen Gegenstand es sich handelt. Das ist das, was Sie auf der linken Seite sehen, das Bild. Also da in der Unterrichtspraxis, jetzt sind wir einen Schritt zu weit. Gehen wir mal zurück. Dies bereitet den Kindern viel Spaß. Anschauungsmaterial mitzunehmen ist sehr wichtig und bringt auch Abwechslung in den Unterricht. Dann schreibt sie weiter, mein Ziel ist es, die Kinder auf die richtige Bahn zu lenken, sie zu unterstützen, doch schlussendlich muss jedes Kind seinen eigenen Weg finden. Manchmal führt dieser auch ins Ungewisse, hier symbolisiert durch die Nacht, doch es gibt immer irgendwo ein Licht, Zeiten, in denen es wieder aufwärts geht. Also da ein Auszug aus einem Reflexionsportfolio dieser Studentin und Sie sehen das Bild, das sie da gemacht hat, eben mit den eigenen Spuren im Schnee, finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, dann haben wir eben auch solche Bilder, die eher problematisch sind. Hier hat eine Studentin die in ihrer Freizeit als Fußballtrainerin unterwegs ist, Einträge in ihrem Portfolio bearbeitet. Eben wie bereits erwähnt, das Bild jetzt oben ist deshalb problematisch, weil es beispielsweise in Deutschland gegen den Jugendschutzartikel verstößt, wenn man solche Portfolios im Internet wieder veröffentlicht. Das würde in Deutschland eine Strafanzeige zur Folge haben, wenn beispielsweise die Eltern dieses Mädchens klagen würden. In diesem Fall hat die Studentin gesagt, das ist meine Schwester und so weiter. Also da gibt es halt immer wieder auch so kleinere Graubereiche. Hier ein Bild, wo eine Studentin bei ihrem Auslandaufenthalt, unsere Studierenden müssen im Rahmen der Ausbildung jeweils während einem Monat Teacher Assistant in einem anderen Land sein. Und hier hat die Studentin da ein Gruppenbild mitgebracht. Auch da, das wird noch so toleriert, wo Kinder so aus der Distanz zu sehen sind und eben keine Namen zuordbar sind. Auch hier ganz schön diese Abbildungen, die sie selbst gemacht haben. Auch hier eine Gruppenportfolio, wo eine Gruppe selbst ein Bild gemacht hat, um zu zeigen, dass sich eben im Bereich der Selbstverbalisation sich entscheidet, welcher Weg gewählt wird. Hier eine Weggabelung selbst eben aufgenommen. Ich denke auch, dass das Selbsterstellen von Bildmaterial die Studierenden immer wieder auch begeistert. So. Jetzt sind wir so von der Zeit her schon beinahe in der Pause und ich habe mir deshalb gedacht, dass ich Ihnen gerne ein Video zeigen möchte, das unsere Studierenden gemacht haben. Ich habe Ihnen jetzt so aus der Begleitforschung erzählt, was wir machen. Ich habe Ihnen versucht zu erläutern, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse und ich möchte Ihnen jetzt ein Video zeigen, das Studierende von uns gemacht haben und zwar nicht in Auftrag von uns, sondern freiwillig sind die zu uns gekommen und gesagt, wir würden gerne ein Video machen, haben Sie eine gute Idee? Und da habe ich dann gesagt, ja, also wir würden es noch begrüßen, wenn wir eben auch ein Video hätten zum E-Portfolio. Ich zeige Ihnen das mal, beende jetzt die Freigabe und wechsle in meinen Bildschirm und möchte Ihnen da jetzt dieses Video zeigen. Ich hoffe, es funktioniert hier über diese Leitung. Ja. This is Nick. He's a student and he has to write a reflection paper. So then he sits at his desk and starts writing. Yeah, he's still writing and writing. As soon as he has finished, he prints out the paper. Back to school, Nick meets his lecturer. This gentleman reads the whole paper and evaluates it. But as soon as all the work is done, Nick's ideas are going to be thrown away.
That's exactly where ePortfolio comes in. An ePortfolio is a digital version of a portfolio where you can use a new variety of media. At the College of Education in St. Gallen, we have chosen to work with a platform called Mahara. Mahara is an open source e-portfolio system which has been under constant development by a small programming team from New Zealand since 2006. With Mahara, students are able to create their own competence profile, write several blogs, upload and manage files, or publish their entire profile. As a user of Mahara, you also have the possibility to discuss ideas in forums, get in touch with others, and create groups. Since the beginning of working with the ePortfolio system, a lot of researches have been made. Since 2005, the handling of an ePortfolio on Mahara has been researched. In the last few years, the content of ePortfolio became the center of attention. There you can find very interesting thoughts of students concerning their studies and traineeships. These options can be read and commented by professors anytime. But that's not everything yet. Let's have a look at the future. Currently, we're working on a project called Career Portfolio. Our intention is to offer a platform on which our students have the possibility to present their professional competence online. An important part will be a short introduction video which adds a personal touch to the application. She likes the portfolio because of the immediate feedback. He appreciates the technical support. All his problems could be solved and his questions be answered. He likes Mahara because you can interact with other students. ePortfolio. Because students' thoughts are too valuable to be thrown away. Aren't they? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt gut sichtbar war für Sie. Ich beende die Freigabe hier noch und kehre zurück zum Dokument. Ich hoffe, Sie konnten das sehen. Doch, sehr gut habe ich... Kurzes Feedback, es war sehr gut sichtbar. Schön. Ja. Also wir haben die Studierenden nicht bezahlt für dieses Werbevideo, aber es zeigt doch, dass einzelne Studierende eben genau diesen Schritt gemacht haben, dass sie das Portfolio der Hochschule als ihren eigenen Gewinn akzeptiert haben und trotz der Arbeit, die natürlich dahinter steckt, eben auch eine gewisse Verbundenheit damit stattgefunden hat. Ich denke, die Stunde wäre jetzt vorbei und würde da übergeben für das Pausenspiel oder für die Pausenaktivität. Wahnsinnig spannend fand. Und die Frage hatte, wie wurden die inhaltlichen Analysen durchgeführt? Also wie wurden die Texte ausgewertet? Wurde der erste Kriterienkatalog festgelegt oder wurden da stichprobenartig Texte ausgewählt? Also wie liefen die Inhaltsanalyse sozusagen ab? Vielleicht gibt es dazu auch einen Literaturhinweis für mich. Also im Detail kann ich da das nicht sagen, weil das meine Kollegin gemacht hat, aber so wie sie mir das berichtet hat, hat sie einen Kriterienkatalog erstellt zuerst und dann halt wirklich all diese Beiträge durchgeschaut und eine Einschätzung vorgenommen. Also nicht jetzt irgendwie maschinell das verarbeitet, sondern wirklich jeden Text entsprechend den Kriterien beurteilt und so diese 1300 Portfolio-Einträge durchgeackert. Also
Ja, von Hand könnte man sagen. Also das waren schon noch eine ziemliche, ein ziemlicher Aufwand, ja. Also. Aber natürlich durch eine Einzelperson vorgenommen mit subjektiven Kriterien beurteilt. Wenn Sie da was kennen, das sich für sowas eignen würde, oder wären wir sicherlich interessiert, das zu erfahren. Nee, also ich stelle mir gerade die Frage, ob ich denn 70 Portfolios schaffen würde auszuwerten, und halte das schon für eine riesen Leistung. 1300 ist ja Wahnsinn. Also das ist. Weil ich schon sagen muss, das kann man natürlich dann nur irgendwie so querlesen und halt relativ schnell muss man da entscheiden. Ja, es ist eine Frage der Quantität. Möchte man vielleicht mehr qualitativ das erfassen, dann müsste man sicherlich weniger auswählen. Uns hat die Quantität eigentlich primär mal interessiert, in welchen Bereichen was anzusiedeln ist. Ja. Und von daher gibt es da sicherlich unterschiedliche Verfahrensweisen. Ja, es gibt sicher automatisierte Methoden, wenn man so Begriffe vorher festlegt, dann so eine quantitative Inhaltsanalyse zu machen. Aber das ist ja immer die Frage, wie gut das dann ist. Also. Genau. Danke. Das überrascht mich schon mal. Dann die nächste Frage. Wir haben die Beurteilungskriterien im SUK ja bewusst nicht detailliert veröffentlicht, damit Punkte nicht einfach nur abgearbeitet werden, sondern kreative, offene Lösungen gefunden werden können. Wie ist Ihre Erfahrung mit offenen Kriterien? Also wir haben es halt so gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Studierenden einen Kriterienkatalog abhaken und dann ihren Post dazu schreiben, sondern dass sie versuchen, wirklich intrinsisch sozusagen das aufzuschreiben, was sie gerade bewegt. Wie war das bei Ihnen? Wie eng haben Sie die Kriterien gesetzt und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also wir machen die Erfahrung, dass ein Kriterienkatalog zu Beginn sehr hilfreich sein kann. Also wenn die Studierenden ein bisschen mal wirklich wissen, was muss in ein Posting hineinkommen, wo legt die Dozentin, der Dozent einen Wert darauf. Es kommt natürlich auch darauf an, ist es jetzt ein E-Portfolio, das summativ oder formativ bewertet wird. Wird es überhaupt bewertet, in welcher Art und Weise? Bei uns ist es ganz klar, von zu Beginn Ersetzung gewesen von der Schulleitung, das muss den Kriterien einer Hochschulbewertung standhalten. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass zu Beginn das von Studierenden sehr geschätzt wurde und auch natürlich von den Dozierenden, um eine einigermaßen Vergleichbarkeit zu erzielen. Oder? Je länger dieser Prozess allerdings dauert, war es so, dass dann Studierende sich dann auch gelöst haben, und das haben wir dann insbesondere bei jenen Gruppen festgestellt, wo Dozierende zu Beginn vielleicht mit so einem Kriterienkatalog gearbeitet haben, den auch abgegeben oder angehängt haben als Dokument im Feedback und dann allerdings hinübergegangen sind in ein freies Feedback-Schreiben. Und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass eben dieses Abarbeiten eigentlich nicht zustande gekommen ist. Vielleicht nochmals kurz zusammengefasst, zu Beginn sicherlich für Studierende wie für Dozierende eine Unterstützung, aber selbstverständlich erstrebenswert, wenn man das Freiliegen das nicht zu einem Abarbeiten von Punkten kommt. Ja, danke. Ich würde an der Stelle mich jetzt verabschieden und gerne an die Anja oder an die Lena, ich weiß nicht, wie ihr euch das ausgemacht habt, übergeben. Ich bin sehr begeistert und sehr froh und ich melde mich definitiv auch nochmal mit einer E-Mail bei Ihnen und werde mir die Aufzeichnung ganz sicher nicht nur einmal anschauen. Dann auf Wiedersehen. Ist eine gute Idee. Wir haben uns das nämlich gar nicht vorher ausgemacht. wer jetzt so quasi in der Rangfolge als nächstes macht, dann werde ich das mal übernehmen. Und wir sind gekommen bis zu der Frage der festen Beurteilungskriterien. Da habe ich ja Gott sei Dank noch aufgepasst. Und da war die Frage, das sieht auch nach Andreas Faber aus, wie kann man Reflexionstiefe operationalisieren? Also wie
Sie findet es immer schwer zu unterscheiden, ob die Reflexion jetzt oberflächlich oder tiefgehend ist. Da muss ich passen. Das müsste ich meiner Kollegin übergeben. Da bin ich nicht wirklich die Fachperson. Also da. Das machen die Pädagogen, ne? Ich kenne das auch hier. Genau. Dann noch, wie konkret sind die Aufgabenformulierungen? Wie muss ich mir eine Aufgabe vorstellen? Wie detailliert sind die Leitfragen? Das ist im Reflexionsportfolio wirklich ganz offen. Also die Studentin, der Student entscheidet eigenständig im Rahmen dieser Bereiche, die ich Ihnen zu Beginn aufgezählt habe, der Lehrberuf, mein Lernen und so weiter. In diesen Feldern entscheidet er sie selbstständig ohne Leitfragen, was sie jetzt im Portfolio verarbeitet. Basis oder Grundlage soll ein Lerninhalt sein, der im Unterricht durchgenommen wurde. Das kann aber auch eine längere Zeit zurückliegen oder aus einem anderen Unterricht stammen. Das muss nicht in diesem Modul stattgefunden haben oder kann auch dann aus der Berufspraxis eine Verarbeitung sein, wo eine Studentin, ein Student eine schwierige Situation vielleicht mit einer Klasse erlebt oder eine tolle Situation, ein tolles Erlebnis hat und das dann entsprechend dokumentiert und eben reflektiert. Also wir haben da keine Anleitungen, sondern da sind Sie wirklich frei im Abfassen und in der Gestaltung Ihres Beitrags. Ja. Gut, hat wieder jemand die Großstädt-Taste gefunden. Wir spielen nie wieder mit euch. Die da dann natürlich schon helfen, oder? Wenn man von der Themenstellung her mehr oder weniger frei ist, dann hilft es natürlich dann schon, wenn so die formalen Geschichten geklärt sind, eben wie groß, wie umfangreich soll das sein. Es ist jeweils auch so, dass wir, die ersten zwei Beiträge, die werden formativ beurteilt, also da kann man wirklich auch Fehler machen und dann die restlichen Beiträge, die sind dann summativ. Also wir legen großen Wert auch darauf, dass eben dieses Bewerten, das einfach von der Institution vorgegeben ist, dass das gleichwertig ist mit anderen Modulen, mit anderen Kursen, dass das dann aber doch in einem Lernsetting eingebettet ist, das Sinn macht. Und das scheint uns wichtig zu sein. Also von daher wenig Vorgaben. Ja, weil Sie gerade gesagt hatten, dass so auch Situationen in der Klasse reflektiert werden, kommt das vielleicht in so einem Format auch besser heraus, wenn jetzt so, also ein Kollege meinte so, wenn so den Eltern erklärt werden muss, dass das Kind jetzt doch nicht kennen, also nicht vielleicht so weit ist, dass es Abitur machen kann, sondern lieber auf die Realschule geht. Ich weiß nicht, wie die Äquivalenten in der Schweiz sind. Das sind ja so Sachen, die üblicherweise in Referendariaten nicht unbedingt, auf die man nicht unbedingt vorbereitet wird, die aber ja trotzdem in der Schulrealität sind. Hat da ein Format wie ein E-Portfolio irgendwie besser Platz? Oder, also würde ich jetzt als Hypothese aufstellen? Wofür besser Platz? Um eben auch solche organisatorischen Rahmenbedingungen oder solche strukturellen Bürokratie-Sachen nochmal mit aufzugreifen, die sonst vielleicht nicht erfragt worden wären. Da muss ich jetzt auch mutmaßen, aber ich aus meiner eigenen Erfahrung ist es natürlich so, solche Dinge kommen dann schon zur Sprache, beispielsweise wenn Sie mündlich eine Feedbackrunde machen nach so einer Phase der Berufspraxis, wo dann eben schwierige Lernsituationen beschrieben werden. Bei uns ist der Fokus nicht darauf gelegt, aber im Studiengang Sekundarstufe 1 und 2 ist es so, dass das E-Portfolio, in das E-Portfolio auch die Praxislehrpersonen, ich glaube, das heißt bei euch eben die Referendariate, hier auch Zugang haben und wo dann solche Dinge wirklich auch im Portfolio diskutiert werden können, schriftlich. Das hat auch manchmal Vorteile, dass das dann vielleicht auch mehr auf den Punkt gebracht werden kann, oder? Also wenn so schwierige Lernsituationen auftauchen in der Unterrichtspraxis
und man da einfach nur mündlich das auswertet, dann ist es häufig auch eine Frage der Zeit. Reicht die Zeit in der Präsenz aus, um so etwas zu verarbeiten? Und da kann ein Portfolio doch schon recht hilfreich sein. Also ich habe Studierende, die ich im Mentorat begleite, entsprechend auch. Und da hat es eine Studentin, die ist aus dem Kosovo. Also in der Schweiz würden wir sagen, eine Ausländerin, oder? Und die hat eine ganz betrübliche Situation eigentlich erlebt mit ihrer Praktikumslehrperson, die so ausländerfeindliche Haltungen zum Ausdruck gebracht haben. Und die hat sie dann, also diese Erlebnis hat die Studentin dann im E-Portfolio verarbeitet und das niedergeschrieben, wusste aber hier natürlich, dass bei diesem Portfolio, das ist bei uns das neue Portfolio, das wir haben, das Mentoratsportfolio, dass nur der Mentor Zugang hat. Das ist, sie hat das dann natürlich nicht für eine ganze Lerngruppe so verarbeitet. Also es kann vom Vorteil sein, eine schriftliche Verarbeitung in einem Portfolio einer eher schwierigen Lernsituation, weil natürlich dann auch mit Feedback die entsprechende Unterstützung gegeben werden kann und eben Zeit kein Problem in diesem Bereich darstellt. Also von daher würde ich das eigentlich unterstützen, dass E-Portfolios gerade für solch schwierige Prozesse eine gute Hilfe sein können. Aber es ist klar, es muss geregelt sein, wer kann dann auf dieses Portfolio zugreifen, wer kann was lesen, damit da wirklich auch ein offener Dialog geführt werden kann mit schwierigen Themeninhalten. Gut, gibt es weitere Fragen im Chat von den Teilnehmenden jetzt? Mal kurz. Moment, ich wurde gerade hingewiesen, es gibt noh eine letzte Frage im Etherpad. Gibt es einen Tutorial-Kurs für die E-Portfolio-Arbeit mit Mahara? Da wurde allerdings drunter schon von der Andrea ein Link gepostet. Ich weiß nicht, ob es jetzt speziell noch was von der PH St. Gallen gibt. Also da gibt es natürlich ganz viele solcher Tutorials zu Mahara. Wir selber haben, ich kann das dann vielleicht noch zeigen im Verlauf des heutigen Abends, haben für unsere Studierenden so die wichtigsten Schritte als Tutorials aufgearbeitet. Aber das gibt es eigentlich fast von jeder Institution mittlerweile, die Mahara im Einsatz hat. Also auch in Deutschland habe ich solche Videotutorials für Studierende schon gesehen. Aber ich kann das, wenn das gewünscht wird, dann noch zeigen, wo die Studierende bei uns die entsprechende Unterstützung bekommen. Das ist aber natürlich dann eher so technischer Natur, also weniger didaktische Anleitungen oder eben wie schreibt man da hinein, das dann eher technisch, wie baue ich in so ein Portfolio auf und so weiter. Gut. Okay, die Lena gibt noch ein. Ansonsten, Lena, kannst du auch dein Headset nutzen, falls das funktioniert, dass du dabei was hast. Okay, achso, ihr reicht schon das. Der Link aus dem Etherpad. Genau, die Lena ist nämlich auch im Portfolio-Projekt mit engagiert. Von daher kam sicherlich die Frage. Zwischenzeitlich kam keine neue Frage rein. Und vielleicht machen Sie jetzt in dem Moment weiter. Ich glaube, als nächstes ist die Mahara-Kurzdemo oder sowas angesetzt. Dann schalte ich mich wieder stumm und still. Also, ich möchte vielleicht auch den technischen Teil auch mit Ihnen anschauen. Es gibt ja eine Vielzahl an Tools, die sich für die Portfolioarbeit eignen. Ich habe das im Referat erwähnt. Wir haben zu Beginn mit einfachen Weblogs gearbeitet. Das auch das wäre nach wie vor eine Möglichkeit. Man kann beispielsweise mit WordPress oder mit mit Blogger von Google könnte man solche Portfolios erstellen. Man kann auf eine einfache Art und Weise auch mit PowerPoint ein E-Portfolio machen, selbstverständlich, oder mit einem einfachen Word und beispielsweise das Word als Web freigeben und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele
Möglichkeiten von einfachen Werkzeugen bis zu, hin zu professionelleren Tools. Wir an der Pädagogischen Hochschule haben uns für Mahara entschieden und auch so die deutschsprachige E-Portfolio-Szene, wie ich das so abschätzen kann, die zunehmend größer wird, auch in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, interessieren sich zunehmend Institutionen für diese Portfolioarbeit. Da scheint es schon so zu sein, dass sich Mahara durchzusetzen scheint. Und zwar hängt das vermutlich auch damit zusammen, weil es kostenlos ist. Es ist ein Open-Source-E-Portfolio-System, das in Neuseeland entwickelt wurde und weiterentwickelt wird. Es ist allerdings ein ganz kleines Entwicklerteam, das eben in Mahara involviert ist. Ich glaube, das sind etwa so 3, 5 Personen, die Mahara entwickeln, mehr nicht. Die Penny Lynch beispielsweise ist eine dieser Entwicklerinnen. Und da stellt sich dann halt immer so die Frage, ja, wie sieht es denn mit dem Sprachpaket aus? Also es gibt eben ein Sprachpaket für Deutsch, das wurde von Heinz Kretek bislang, einem deutschen Berufsschullehrer, so mehr oder weniger in der Freizeit jeweils übersetzt. Wie der aktuelle Stand ist, ob das jetzt die Übersetzung etwas institutionalisiert werden konnte, weiß ich nicht. Aber so in Mahara ist ein Werkzeug, wo eben die Beteiligten, die das nutzen, versuchen, sich zu unterstützen und eben solche Weiterentwicklungen den anderen normalerweise auch immer wieder zur Verfügung stellen. Sie finden da den Link ein, gegeben, mahara.org. Da kommt man dann zum Download, kann das selbst auf einem Server installieren. Es ist eigentlich keine große Geschichte, wenn man das mal selbst austesten möchte, und findet dann hier eben auf dieser Seite auch ein paar Foren, die entweder technisch oder auch didaktisch weiterhelfen und eben hier gepflegt werden, um das Wissen in diesem Bereich aufzubauen. Wir selbst haben eine eigene Installation von Mahara seit 2008 und ich möchte jetzt da Ihnen einen kleinen Einblick geben. Ich beende also die Präsentation, gebe meinen Bildschirm jetzt frei, gehe dann Browser. So. Ja, Sie sehen hier unser Schaufenster gegen außen. Das ist das ePortfolio Network, das wir betreiben. Ich habe das als einen unserer Erfolgsgaranten aufgeführt, eben dass wir gegen außen aufzeigen, was wir machen. Wenn ich jetzt da auf die Hauptseite klicke, dann finden Sie auch das Poster, das ich gezeigt habe zu Beginn. Sie finden die Videos hier verlinkt. Sie finden auch unsere Publikationen da. Ich möchte jetzt aber das Tool Mahara zeigen, auch hier den Link zu unserem hochschuleigenen Server. Jetzt eine kurze Zwischenfrage. Ist das sichtbar, was ich da mache? Gut. Also ich sehe es gut. Und auch dort im Chat. Ich melde mich jetzt mal ein, und zwar als einfacher Benutzer. Mit dem Login unserer Institution, also bei uns ist es so, dass jeder Student, jede Studentin automatisch ein Login hat zu Mahara. Das wird bei uns technisch so gelöst, dass das das Institutionslogin ist. Das lässt sich heute relativ einfach lösen. So, jetzt bin ich auf der Oberfläche von Mahara. Sie haben auch gesehen, dass die Schrift sich hier jetzt blau verfärbt hat. Das haben wir bewusst so eingestellt. Und ich zoome das jetzt vielleicht ein bisschen hoch, damit man da das sehen kann. Ups, das war jetzt vielleicht zu viel. So.
Schauen wir uns die Menüstruktur an. Sie finden da Inhalt, unter Inhalt die Möglichkeit, eben ein Profil anzulegen, wo man auch Profilbilder entsprechend ablegen kann. Das sind mehrere Profilbilder, bis zu 5 Profilbilder kann man da hochladen. Also wenn man da an der Haarfarbe wünscht oder die ständig verändert, kann man da ganz verschiedene Profilbilder hochladen. Man kann auch eine Biografie anlegen, das, wenn man das möchte, kann man hier eigentlich die wichtigsten Kompetenzen aufführen. Es gibt unter Inhalt den Bereich Blogs, das ist ganz wichtig, wenn es eben darum geht, ein solches Reflexionsportfolio anzulegen. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich mal, wie das vonstatten geht. Das ist ganz simpel. Ich sage Blog anlegen, das kennen Sie vielleicht. Ich gebe ihm jetzt einen Titel. Bei uns ist das dann jeweils das Reflexionsportfolio. Zu Beginn haben die Studierenden die Aufgabe, auch noch hinzuschreiben, was es ist. Das ist bei uns das Frühjahrssemester 14. Beispielsweise dann sage ich Blog anlegen. Bekomme hier jetzt ein neues Blog, Reflexionsportfolio und kann einen Beitrag verfassen. Test, ein Beitrag 1 und kann hier jetzt eben frei einen Text schreiben. Ich gebe das mal so ein. Selbstverständlich kann ich da auch einfache Formatierungen vornehmen, die Schriftgröße entsprechend anpassen und so weiter. Ich habe die Möglichkeit, auch mit Emoticons zu arbeiten, je nachdem. Ich kann den Text farbig gestalten und so weiter. Ja. Leider für unsere Studierenden hat Mahara keine gute Rechtschreibkontrolle. Es hat zwar eine, aber die ist nicht wirklich wahnsinnig toll. Und deshalb ist es so, dass unsere Studierenden meistens die Beiträge zuerst in Word verfassen und erst dann anschließend in Mahara einfügen. Und da gibt es eine ganz tolle Funktion, diese da mit Formatierung als Word einfügen. Und dann könnte ich hier in dieses Fenster den Text, den ich in Word geschrieben habe, einfügen. Mahara macht dann einfach Folgendes, es wirft all die Textformatierungen, die es nicht braucht, wieder hinaus oder die es nicht versteht. Word kann ja da manchmal ganz lästig sein. Selbstverständlich kann ich auch Bilder entsprechend hinzufügen, indem ich die Bilder aber zuerst hochlade. Also das Bild muss zuerst hochgeladen sein, bevor ich da ein solches Bild einfügen kann. Ich muss nämlich die Bild-URL da zuerst eingeben. Ich sage dann noch, soll das im Tours-Modus stattfinden, gespeichert werden, möchte ich noch eine Datei anhängen. Also ich könnte hier jetzt zusätzlich ein Dokument noch hochladen zu meinem Beitrag. Ich kann sagen, ob Kommentare erlaubt sein sollen und sage dann Beitrag speichern. So, ich kann dann entsprechend einen zweiten Beitrag schreiben, das kennen Sie sicherlich auch. So, ich mache den zweiten Test da jetzt mal in einer anderen Farbe sichtbar und entsprechend, ja, das war, ist jetzt da vielleicht nicht gerade so gut sichtbar, das Gelb, nehmen wir doch Blau. So, speichere den Beitrag auch ab, sage Beitrag speichern. So funktioniert also das Arbeiten in einem Blog. Ich kann Beiträge verfassen. Jetzt ist es so, damit das sichtbar wird, benötigt man in Mahara eine Ansicht. Also ich muss eine Ansicht erstellen, damit meine Beiträge sichtbar werden. Und dazu gehe ich jetzt in die Rubrik Portfolio und erstelle hier eine Ansicht. Ich sage da beispielsweise Ansicht Reflexionsportfolio. So, sag da mal speichern
und entscheide jetzt in dem nächsten Schritt, welche Inhalte sollen in dieser Ansicht sichtbar werden, als gutes Merkbild empfehle ich den Studierenden, sich vorzustellen, das sei jetzt ein Schaufenster und ich entscheide, was stelle ich ins Schaufenster hinein. Und da kann ich jetzt auswählen, ich kann beispielsweise meinen Blog auswählen, ich kann auswählen, soll das gesamte Blog angezeigt werden, nur einzelne Beiträge und so weiter. Also da habe ich ganz verschiedene Möglichkeiten, das hierzu einzufügen. Ich wähle da jetzt aus, wähle meinen Blog aus, kann auch sagen, wie viele Beiträge sollen da gezeigt werden auf der Seite, sagt speichern, habe jetzt das Blog hier drin, könnte beispielsweise auch sagen, die Profilinformationen, die interessieren mich noch, vorausgesetzt natürlich, ich habe da was erfasst, dass ich kann da dann beispielsweise die Postanschrift, vielleicht das Mobiltelefon, je nachdem, was ich angeben möchte, das Profilbild auswählen und die Mailadresse beispielsweise und sagen, füge mir das ein. Standardmäßig ist das Layout dreispaltig. Ich kann da auf Layout bearbeiten gehen und beispielsweise auch zwei Spalten wechseln. Auch hier bin ich frei in der Gestaltung und habe jetzt zweispaltige Ansicht. Jetzt folgt der letzte Schritt, in dem ich eben angebe, wer darf das sehen. Ich klicke hier jetzt auf Ansicht freigeben und kann jetzt wählen, wer mein Portfolio sehen darf. Wenn ich jetzt öffentlich im www ankreuze, dann ist das eben wirklich öffentlich sichtbar für alle angemeldete Nutzerinnen. Sie kennen das Kontakt, ich kann da aber auch Gruppen nehmen, die habe ich vorher erstellt, kann beispielsweise sagen, die Gruppe so und so darf das sehen oder ich kann einzelne Nutzerinnen nach einzelnen Nutzern suchen und die entsprechend freigeben. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich hier eben mit Mahara arbeiten kann und das entsprechend dann eben auch freigeben kann. Also ich nehme da jetzt mal meine Kollegin, die soll eben die Möglichkeit haben, dieses anzuschauen. Ich kann das Ganze noch zeitlich definieren, indem ich angebe, von wann bis wann das sichtbar sein soll. Brauche ich aber nicht, ich muss das nicht einschränken, sondern ich kann hier als letzten Schritt einfach sagen, speichere mir das ab. Jetzt ist es so, dass wenn ich hier in mein Portfolio gehe, dann kann eigentlich über diese Ansicht jetzt meine Kollegin auf diesen Eintrag hineinschauen. Wir sehen jetzt hier zwei Beiträge und wir sehen die Möglichkeit mit dem Testbeitrag 1 und Test 2, die Möglichkeit auch Kommentare abzugeben. Ich sehe hier unten sind eben noch keine Kommentare sichtbar. Ich gebe jetzt beispielsweise einen Kommentar auf den Testbeitrag 1 ab, sage hier Feedback abgeben und kann hier beispielsweise jetzt Feedback geben, dass und so weiter, kann hier jetzt bestimmen, soll das öffentlich sichtbar werden, also veröffentlicht werden oder soll das nicht veröffentlicht werden. Wenn ich das anklicke, ist es ein öffentliches Feedback, wenn ich das leer lasse, ist es ein privates Feedback. Meint, ein öffentliches Feedback können all jene eben sehen, die Zugang haben zum Portfolio. Wenn das eine ganze Gruppe ist, dann kann die ganze Gruppe das Feedback lesen. Wenn es nur, wenn es privat wäre quasi, wenn ich da den Haken wegnehme, kann das Feedback von mir nur die Person lesen, die eben dieses Feedback erhält. Ich sage dann Feedback abgeben, könnte auch hier noch ein Dokument anfügen und dann wird eben hier dieser Beitrag in Mahara da dargestellt.
Also so funktioniert das Feedback geben. In dem Moment, wo ich das Feedback abgegeben habe, ist das so, dass automatisch ein Mail in meinem Postfach gelandet sein müsste. Ich gehe jetzt da mal in mein Postfach hinein. Mal gucken. Und Sie sehen hier das Feedback. Das ist leider noch keine Aussage. Das sehen wir nicht. Ich glaube, Sie sehen das nicht. Mache ich das jetzt? Ich meine, ich glaube, genau. Wir wissen auch, wie eine das Mail aussieht. Das Feedback wird automatisch wird jetzt bei mir im Postfach landen. Also dieses Feedback, das hier hineingeschrieben wurde. Also das ganz kurz, so ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten von Mahara. Ich gehe da mal zurück, damit man da wieder mehr davon sieht. Auf der rechten Seite sehen Sie auch meine Gruppen, die ich habe. Wir haben hier jetzt beispielsweise eine Gruppe Mentoratsportfolio, wo meine Studierenden aufgelistet sind, wo ich dann über die Ansichtsseiten auf die entsprechenden Ansichten meiner Studentinnen und Studenten zugreifen kann. Ich kann da Foren eröffnen, ich kann da Sammlungen erstellen und so weiter. Also wenn ich beispielsweise jetzt in das Mentoratsportfolio von Frau Fitz gehen möchte, dann kann ich das hier machen, indem ich da draufklicke. Das mache ich jetzt nicht, weil eben Frau Fitz mir nicht die Erlaubnis gegeben hat, das auch in einem Zug zu zeigen. Also da ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten von Mahara. Vielleicht noch interessant, es wird mir auf der rechten Seite gezeigt, wer ist gerade online. Das kann wertvoll sein, wenn ich beispielsweise am Arbeiten bin und meine Lernpartnerin sich auch gerade online in Mahara bewegt. Hier werden einfach jene Nutzer aufgelistet, die die letzten 10 Minuten aktiv waren. Dann für unsere Studierenden sicherlich hilfreich, hier auf der rechten Seite unter Links und Ressourcen verschiedene Links abgelegt, die eben zu Beispielportfolios führen, die wir gemacht haben, auch die zu Unterstützung führen. Also wenn ich hier jetzt auf Mahara Video Tutorials klicke, dann landen unsere Studierenden auf der Seite mit den Video-Tutorials, bin ich aber nicht ganz sicher, ob Sie das sehen können. Ist das sichtbar? Die Mahara-Anleitung. Okay. Ja, das kann man also, sehen. Also da finden unsere Studierenden alle wesentlichen Funktionen als Video-Tutorials abgelegt, die sie sich dann zu Hause nach der Einführung in Ruhe anschauen können, eben wie lege ich einen Blog an, wie geht es mit dem Bild einfügen, einen Link einfügen und so weiter und so fort. Also da bieten wir unseren Studentinnen und Studenten Unterstützung entsprechend über diese Webseite, die Sie hier sehen. Jetzt gehe ich da zurück ins Mahara. Dann haben wir auch eben zum Arbeiten mit Bildern im Internet haben wir Informationen auf der rechten Seite. Wir haben Hinweise, wie man Bilder bearbeiten kann und entsprechende Hinweise eben zu Beispielen. Und ich möchte da jetzt vielleicht auf ein Beispiel kommen im Bereich der Gruppen Präsentationsportfolios. Das ist das Portfolio, das wir im zweiten Studienjahr machen, wo wir hier diesen Anleitungen nochmals abgelegt haben. Und ich kann Ihnen vielleicht jetzt da so ein entsprechendes Portfolio zeigen. Es ist das ein Gruppenpräsentations-E-Portfolio, das Sie hier sehen. Auch hier haben wir von den Studien geholt, dass wir das zeigen dürfen. Also wir zeigen nicht einfach Portfolios, das habe ich bereits erwähnt. Wenn man da jetzt darunter klickt, dann sieht man, dass es bei dieser Gruppe darum ging, eben Kinderlieder
eigene Kinderlieder zu entwickeln. Sie finden hier dann die ganzen Audioaufnahmen auf der rechten Seite, Probeaufnahmen, die abgelegt wurden, auch das Endprodukt auf der linken Seite mit den Endaufnahmen, eine Fotostory zum Lied und, und. Wenn da jetzt etwas runtergeht, dann finden Sie da weitere entsprechende Inhalte. Was Sie auch sehen können, sind die Kommentare der Dozentin, die das begleitet hat, dieses Projekt, hier eben in Form von Kurzkommentaren. Vielleicht noch interessant, das Feedback zu oberst, da sehen Sie den Hinweis, der Kommentar wurde vom Eigentümer gelöscht, meint eben dieser erste Kommentar, der zu Beginn öffentlich war, wurde hier von Herrn Fernandes eben als privat gesetzt und ist deshalb jetzt für uns nicht mehr sichtbar. Ja, also da einen kleinen Einblick nochmals in die E-Portfolios, in ein Gruppenpräsentationsportfolio. Ich möchte jetzt zurückkehren, beende die Freigabe nochmals, komme zurück zum letzten, das ich Ihnen heute noch zeigen wollte. Wann ist geplant, dass wir dieses Expertenmeeting beenden? Also die Zeit ist geblockt immer bis 7:30, also jetzt quasi, aber immer so lange, wie alle wollen. Also genau, dann würde ich noch vielleicht das Letzte noch zeigen, vielleicht die nächsten 2-3 Minuten, damit da wirklich alle noch dabei sein können. Gehe jetzt nicht mehr in die Präsentation hinein, sondern möchte Ihnen nochmals den Bildschirm freigeben für das Career Portfolio, damit Sie so eine Vorstellung bekommen, wie das bei uns aussieht. Auch hier die Beispielseite für unsere Studierenden. Hier geht es darum, im Bewerbungsportfolio, dass die Studierenden ein Bewerbungsvideo von sich selbst erstellen und das in Mahara verfügbar machen. Ich zeige da jetzt ein Beispiel. Und zwar ist es so, dass wir in einem Raum so eine Selbstaufnahmestudie aufgebaut haben, wo Studierende in Gruppen dann dort hineingehen und von sich eben ein kurzes Video erstellen, um sich hier online vorzustellen. Es geht hier nur darum, ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Also es geht nicht darum, dass man hier jetzt in diesem Video zeigt, was für eine tolle Lehrperson man sein oder ist, sondern es geht wirklich darum, kurz zu zeigen, wer bin ich und bitte laden Sie mich ein. Das ist so die Botschaft. Ich spiele das jetzt mal ab. Grüezi miteinander. Ich bin Tanja Stromski, bin 20, komme von Bernig und schließe diesen Sommer an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen ab. Darum möchte ich mich auch bei Ihnen als Primarlehrerin bewerben. Ich bin eine aufgestellte, zuverlässige und flexible Person. Die Übernahme von einer Klasse war schon immer ein Traum. Auf eine Antwort und eine Einladung für ein Gespräch würde ich mich freuen. Alle miteinander. Ja, also wie gut jetzt dieses Video gelungen ist, müssen Sie sicherlich selbst entscheiden. Wesentlich scheint mir zu sein, dass eben die Recruiterin eben hier so einen ersten visuellen Eindruck erhalten kann von dieser Person, die sie vielleicht eben zum Vorstellungsgespräch einlädt. Was Sie auch sehen auf der Seite, auf der linken Seite, sind so die wichtigsten Kontaktdaten und Profilinformationen und unten dargestelltes Bewerbungsdossier von Frau Stronski, sodass eben, wenn man sich entscheidet, doch, wir laden Frau Stronski ein für ein erstes Bewerbungsgespräch, dass man dann alle wichtigen Unterlagen auch elektronisch verfügbar hat. Also so ist das bei uns aufgebaut. Das Career Portfolio, selbstverständlich sind die Studierenden frei oder steht es ihnen frei zu entscheiden,
Ob Sie das jetzt einsetzen möchten oder nicht, das können Sie dann selbst entscheiden. Ja, das ist dann eben entsprechend offen. So, dann aus Erfahrung weiß ich, dass es nicht sehr beliebt ist, wenn man da überzieht. Man hat ja noch das eine oder andere, den Schluss erreicht zu haben. Voilà. Ja, also ich lade Sie gerne ein, wenn Sie weitere Fragen haben oder Interesse haben an den Publikationen beispielsweise, die wir gemacht haben. Sie finden auf diesem Network ePortfolio-PASG.ca finden Sie alle wichtigen, den Schluss erreicht zu haben. Voilà. Ja, also ich lade Sie gerne ein, wenn Sie weitere Fragen haben oder Interesse haben an den Publikationen beispielsweise, die wir gemacht haben. Sie finden auf diesem Network ePortfolio-PASG.ca finden Sie alle wichtigen Informationen zu unserem Projekt. Ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt, dabei zu sein und wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die weitere, für den weiteren Verlauf Ihres Suchs, wie das auch immer ist. Und vielleicht sehen wir uns das eine oder andere Mal wieder. Vielen Dank.